So, let's see if it stops. Oberaltbahn heißt sie im Glacier Express herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Fahrt und viel Vergnügen. Nach Abfahrt von Brig haben wir die Rhone überquert. Wir folgen ihr nun bis nach Oberwald, dem ersten Dorf an der Jungen Rhone. Oder den Jungen Rotten, wie der Fluss im deutschsprachigen Wallis heißt. Rechts die Stadt Brig mit dem Simplon-Massiv und der Simplon-Passstraße. Am Ende des Bahnhofs Brig erkennen Sie den Eingang zum 20 Kilometer langen Simplon-Tunnel, dessen Ausgang bereits in Italien liegt. Brig, ein schönes altes Städtchen, ist der Hauptort des deutschsprachigen Teils des Kanton Wallis. Circa 40 Kilometer westlich liegt die Sprachgrenze zur französischen Schweiz. In wenigen Minuten erreichen wir Meren. Von dort führen Luftseilbahnen nach der Rieder Alp. Wenig später folgt Becken. Ausgangspunkt zur Bettner Alp. The Furka Oberalp Railway Team welcomes you aboard the Glacier Express. We'd like to wish you an interesting and enjoyable journey with us. On leaving Brig, we crossed over the River Rhone, and we will be following its course up to Oberwald, the first village on its new banks. To your right, you can see the town of Brig beneath the Simplon mountain range. At the end of the railway station, you could probably see the entrance to the 20 kilometer long Simplon tunnel, 12.5 miles, whose exit lies across the border in Italy. Brig is an old and attractive little town, and is the main town for the German-speaking part of the canton of Valle. About 40 kilometers, or 25 miles to the west, is the language boundary between the French and German-speaking population. In a few minutes, we will be passing Meren, where there are cable cars up to the Rieder Alp, where Winston Churchill once holidayed. Soon after comes Better, the departure point for a trip up to the Bettner Alp.
haben Grengeols erreicht. Gleich überqueren wir die in einer tiefen Schlucht liegende Rhone. Direkt nach der Brücke fahren wir in einen spiralförmigen Tunnel. Den Ausgang des Tunnels sehen Sie am oberen Ende der Felsen, hoch über dem Tunneleingang. Und verpassen Sie nicht den Blick zurück in Fahrtrichtung rechts nach Ausfahrt aus dem Tunnel. We have reached Grengeols and are about to cross the Rhone again. This time, the river is at the bottom of a deep ravine. Straight after crossing the bridge, we will be entering a spiral-shaped tunnel whose exit you can see at the upper end of the rocks, way above the entrance to the tunnel. Make sure you don't miss the view to the right of the train as we come out of the tunnel. Stream. Please look over to the right. We will be driving around the next village, Lux, in a very elegant curve. On the opposite side of the valley, you should be able to see the attractive and interesting little town of Ernen, the main center of the region, Goms, and the entrance to the Bin Valley.
den Luftseilbahnen zum Eckishorn. Die Bergstation liegt hoch über dem größten Gletscher der Alpen, dem großen Aletschgletscher. In den kommenden Minuten rechts nochmals Blick über die Talmulde von Viersch. Auf der gegenüberliegenden Talseite Ernen. Und bei guten Sichtverhältnissen im Talausgang das Weißhorn, einer der Eisriesen der Zermatter Bergwelt. Mit 4506 Metern ist das Weißhorn einer der höchsten Berge Europas. To your right, you can see Viersch and the cable cars to Engishorn. The top station for the cable cars is Glacier. To the right again, in a few minutes, we will have another chance to see the view above Viersch and the little town of Ernen on the opposite side of the valley. Weather permitting, and good visibility, it's possible to see the massive Weißhorn mountain at the end of the valley, one of Zermatt's icy giants. The Weißhorn is 4,506 meters high, 14,783 feet, and is one of Europe's highest peaks.
der gegenüberliegenden Seite die beiden Dörfer Mühlebach mit der markanten Kirche und Steinhaus. Links, bald sichtbar, Niederwald. Kleines Dorf mit großen Leuten, möchte man sagen. Aus diesem Dorf stammt Cäsar Ritz, der Gründer der weltberühmten Luxushotels Ritz-Carlton. If you look over to the opposite side of the valley, you will be able to see two more little villages, Steinhaus and Mühlebach, with its distinctive church. Coming up left is the village of Niederwald. Small village, big people, one might say here. It was the birthplace of Cäsar Ritz, founder of the world-famous chain of luxury Ritz-Carlton hotels.
wir sind dritt mit dem Auto. Führt ins Betrettotal nach Airolo im Tessin. Es
Es folgen nur noch die Dörfer Obergestern und Oberwald. Die beiden ersten Dörfer an der jungen Rhone. Die Rhone entspringt am Rhonegletscher. Wenige Kilometer talaufwärts am Fuße des Skalenstockes. Des markanten Berges mit der Gletscherhaube. Oberwald ist aber auch das letzte Dorf im Quellgebiet der Rhone. Die Wasserscheide zwischen Rhone und Rhein und damit auch zwischen Nord- und Südeuropa liegt im letzten Drittel des Furka-Tunnels. We have just passed the village of Ulrichen. To the right is the Aegina Valley and the Nufenen Pass Road. The Nufenen Pass is 2,500 meters above sea level, 8,200 feet, and is Switzerland's highest pass. It leads southwards into the Vedretto Valley to Airolo in the Ticino, Chile. Now we are coming to the villages of Obergestern and Oberwald, the first two villages on the banks of the River Rhone. The Rhone begins its long journey in the Rhone Glacier, just a few kilometers further up the valley at the foot of the Galenstock Mountain, which you can easily recognize by its ice-capped crest. Oberwald is the last village in the headwaters of the Rhone, watershed between the Rhone and the Rhine, and therefore between southern and northern Europe, is above the last third of the Furka. Thank you.
Thank you.
Polisprachigen Europa. Und die Ost-West-Achse über die Alpenpässe, Oberalp und Furka. Der große alpine Verkehrsweg von Ost nach West, vom Rhein zur Rhone. Nächster Halt, Andermatt. Right of the train is the little village of Hospital, a place with a long history behind it. It has a fortified tower from the 12th century. Here in this village, major traffic axes of Europe cross one another. The north-south axis of the Gotthard Pass, a connection between German and Italian-speaking Europe, and the east-west axis over the Oberalp and Furka passes, the great route across the Alps from east to west, from Rhone to Rhine. Next stop, Andermatt. Ja, ist gut.